Project Tenpan. Ein Monat ist vorbeigegangen und ich möchte euch natürlich zeigen, was ich verbraucht habe. Und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Ich mache jetzt schon den dritten Monat das Project Tenpan. Mache es aber ein bisschen anders, wie ich es sonst immer gemacht habe. Also ich packe immer Produkte dazu, wenn was leer ist, was jetzt auch der Fall war. Und ich zeige euch monatlich meine Fortschritte, was ich wie verbraucht habe, wiege die Produkte ab und möchte natürlich so auch so ein bisschen Aufmerksamkeit auf die Produkte lenken für mich. Dir vielleicht auch so ein bisschen den Input geben, nicht immer nur zu bestellen, sondern auch aufzubrauchen, weil Produkte eben auch schlecht werden. Den Fall haben wir jetzt nämlich nachher auch. Und ich würde einfach sagen, wir legen los jetzt. Und ich habe hier wieder meine Zahlen liegen. Und zwar haben wir das Hammermeleswasser. Jetzt zeige ich dir eine andere Flasche. Und die hätte ich dir eigentlich von Anfang an auch mit zeigen sollen. Das ist die Flasche, die bei mir normalerweise im Bad steht. Also die andere Flasche gibt es nicht mehr. Also ich habe den Rest da reingekippt. Und die Flasche hat jetzt 187 Gramm, ist natürlich im Gegensatz zu der letzten Grammzahl mehr, weil das jetzt auch einfach eine Glasflasche ist und hier auch ein bisschen mehr drin ist. Aber das ist der sogenannte Rest von dem Hammermeleswasser. Das Rosenwasser ist für mich eigentlich im Moment so eine Art Aromatherapie. Wenn ich im Bad stehe, dann mache ich einfach nur und das war's. Also wirklich nur ein Einnebeln, dass ich das auch verbrauche, weil damit koche ich einfach nicht. Und in der Kosmetik möchte ich es ja eigentlich auch nicht mehr verwenden. Also wie gesagt, nütze ich es eigentlich nur noch zum Auffrischen. Ein bisschen fehlt. Wir hatten das letzte Mal, ich blende euch ja wieder die Grammzahlen ein, das letzte Mal 524 Gramm. Jetzt haben wir 498 Gramm, also ein bisschen was habe ich tatsächlich aufgebraucht. So, jetzt hatte ich einige Deos, die ich aufbrauchen wollte und zwei davon sind kaputt gegangen. Man braucht halt keine drei Deos, das ist halt das Problem, ne? Und jetzt habe ich nur noch das Ponyhütchen-Deo und habe da tatsächlich nur... Also ich vermute mal, dass ich das letzte Mal mich verwogen habe. Das letzte Mal habe ich 83 gewogen. Und jetzt sind es 82 Gramm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nur 1 Gramm verbraucht habe. Obwohl ich die letzten Tage halt das von Alverde zum Testen verwendet habe. Ja, und das ist halt nun mal sehr sparsam. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich kriege das echt leer und muss nicht das auch noch irgendwann wegschmeißen. Weil wenn die Produkte irgendwie anders werden oder so, schmeiß sie weg, weil du tust deiner Haut echt nichts Gutes. Ja, das Aprikosenkernöl ist auch sehr, 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 sehr sparsam. Also, ich habe recht viel schon verbraucht. 116 Gramm hatten wir das letzte Mal und jetzt sind es 107 Gramm. Ist aber auch ein sehr massives Fläschchen. Und so viel ist nicht mehr drin. Also, das wird das nächste sein, was auf jeden Fall, Gott sei Dank, leer sein wird, weil... Wenn man sowas hat, so Aprikosenkernöl, dann sollte das nach Möglichkeiten auch im Kühlschrank oder kühl gelagert werden, weil das doch dann auch schnell verdirbt. Hier aus der Dose fehlt 1 Gramm. Wir hatten das letzte Mal 177 und eben minus 1, 176, aber die zweite Dose ist aufgebraucht. Ich verwende normalerweise Heilerde. Und als ich dann wieder angefangen habe, die Dosen zu verwenden, das ist so parfümiert, das ist abartig und funktioniert auch gar nicht so gut wie jetzt Heilerde an sich, wenn du jetzt stark fettendes Haar hast. Dann musst du es unbedingt mal ausprobieren, weil das, da brauchst du halt fast ein Drittel Dose. Also ich bin immer echt baff, wie wenig eigentlich aus so einem Ding rauskommt und wie viel Müll man eigentlich hat. Da ist im Endeffekt nichts anderes drin, das ist jetzt nicht... Heilerde, wo da drin rumschwimmt, sondern das ist ein Pulver, was die gleiche Funktion hat im Endeffekt. Also Trockenshampoo lässt sich ganz einfach selber machen. Das Hagebuttenöl habe ich Gott sei Dank aufgebraucht und dafür kommt jetzt mein festes Shampoo von Isana dazu. Da muss ich aber dazu sagen, das verwende ich nicht zum Haare waschen, durch das, dass ich ja
regelmäßig Shampoos teste für meine Reihe, kommt das natürlich so jetzt zum Haarewaschen an sich nicht mehr so wirklich zum Einsatz, aber zum Maskenwaschen. Wenn ich meine Maske ja, benutzt habe, komme ich zur Tür rein, gehe gleich ins Bad, nimm heißes Wasser, richtig heißes Wasser und wasche dann meine Maske aus mit dem Shampoo und das funktioniert eigentlich richtig gut. Man kann eben auch handwäschetechnisch da einiges aufbrauchen, wenn man was übrig hat. Ich war jetzt mit dem Isana Shampoo nicht so hundertprozentig zufrieden. Es reinigt aber doch ganz gut als Shampoo. Dazu gibt es ein Video, das kannst du dir ja gerne angucken. Als Shampoo ist das Amla-Shampoo recht schwierig für mich, also für meine Haare zumindest, weil das doch recht pflegend ist und ich habe recht feines Haar. Früher, als ich blonde Haare hatte, war für mich Amla ein Segen. Das kann ich wirklich nur empfehlen, wenn du blond gefärbtes Haar hast. Jetzt bei dem Haartyp, ui, also ich habe dann schon leicht strähnige Haare und ist allgemein für Menschen, die schnell fettende Haare haben, nichts. Also wie gesagt, wenn du behandeltes Haar hast, was so ein bisschen tot aussieht, nimm Amla, das ist echt gut. Aber da fand ich jetzt das Amla-Shampoo wirklich am schlechtesten. Ich habe Öl gehabt, ich habe Pulver gehabt. Das Pulver war wirklich am allerbesten, ne, wo man die ganze Geschichte angerührt hat. Also ich habe ein bisschen aufgebraucht. Das letzte Mal 115 Gramm, jetzt sind es 103 Gramm. Also ein bisschen ist wieder weg. Ich werde ich das ein oder andere mal wieder versuchen, damit Haare zu waschen, damit die Flasche einfach leer wird. Oder vielleicht doch auch ein bisschen Handwäsche. Also Shampoo ist da zum Beispiel gerade bei BHs eine ganz gute Sache. Bei der Sonnencreme habe ich tatsächlich diesmal jetzt mehr verwendet und habe auch festgestellt, bei der Verpackung, wenn die immer leerer wird, wird sie immer unpraktischer, weil das Produkt an sich recht dünn ist. Und ich bin ganz froh, dass die jetzt dann leer ist, weil da heißt halt wirklich nur 6 Monate. Und bei Naturkosmetik ist das immer so eine Sache, da kann man sich so einigermaßen dran halten. Das ist eine Kindersonnencreme. Über die habe ich auch schon ein Video gemacht. Ich finde die echt gut, aber nicht ideal, muss ich immer dazu sagen. Und Sonnencreme hatten wir das letzte Mal 85 Gramm und jetzt sind es 46. Also ich habe tatsächlich ein bisschen mehr verwendet. Und bin da ganz froh auf mich und ganz stolz. Aber jetzt cremt man sich halt auch an anderen Stellen noch ein, nicht nur im Gesicht. Und daher kommt das halt auch, muss ich wirklich sagen, an der Stelle. Auch die Face Diori Cream habe ich jetzt regelmäßig verwendet gehabt am Hals. Also eine reine Halscreme, Luxus pur. Durch das, dass ich halt eben morgens meine Sonnencreme habe, brauche ich halt nicht mehr so eine Creme. Und Tagescreme werde ich zukünftig gar keine mehr verwenden, weil ich eben, wie schon erwähnt, den Sonnenschutz auftrage. Und ich habe echt gut aufgebraucht. 57 Gramm das letzte Mal, 36 jetzt. Also ist nur noch so ein bisschen drin. Und ich mag die aber trotzdem, auch wenn ich sie nicht mehr für das verwende, wo ich es eigentlich hätte einsetzen wollen, nämlich täglich im Gesicht. Aber sie ist echt toll, kann ich echt empfehlen. Kommen wir zum letzten Produkt, das ist das Schwierigste. Das ist halt ein Gesichtswasser, wo parfümiert ist, wo viel, 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 viel Alkohol drin ist. Das hatte ich halt einfach noch in der Reserve. Versuche das jetzt für ja, alles Mögliche zu verwenden und bin da eigentlich ganz froh, dass ich da schon so viel verwendet habe jetzt. 134 Gramm das letzte Mal. 83 jetzt, also ist ungefähr noch ein bisschen weniger wie die Hälfte, dann habe ich es geschafft. Ein Produkt ist dazugekommen, zwei habe ich weggeschmissen. Ich will eigentlich Produkte nicht mehr wegschmeißen, aber wenn sie halt kippen und das kann dann einfach passieren, dann muss das weg. Bei mir war es sogar so, dass ich von der Haut her auf die Deos reagiert habe und das ist dann ein Zeichen, dass es eigentlich schon zu spät ist. Und dann muss sowas einfach weg. Also verhält sich dein Produkt anders, weg damit. Auch wenn es noch so einigermaßen gut riecht, manchmal lohnt sich das echt nicht. Gerade bei Pflegeprodukten. So, ich melde mich wieder in einem Monat, um zu gucken, wie das so läuft, ob andere Produkte jetzt dazukommen. Aufbrauchen ist für mich ein großes Thema, weil ich einfach nicht mehr so viele Sachen anhäufen möchte. Wie ist das bei dir?
gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich ab, sage danke fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.